Hallo und herzlich willkommen hier bei Inca Pearls. Ich gehe einfach mal weiter und wir spielen weiter hier. Wir sind nur noch drei Level oder zwei Level entfernt, besser gesagt, von unserer nächsten Farbe. Und es wird natürlich schwerer, weil wenn eine Farbe dazukommt, das ist, versteht sich ja von selbst. Oh, würde ich nicht die ganze Zeit vorbeischießen? Würde es schneller gehen hier? So. Ja, YouTube hat neue Einstellungen oder so. Da habe ich noch überhaupt nichts erzählt. Die Leute, die jetzt einen neuen Kanal öffnen, so wie diesen hier, den ich jetzt neben meinem normalen Kanal gemacht habe, hat viel weniger Sachen, also viel weniger Sachen, die du machen kannst. Und zwar kannst du die Sachen erst machen, wenn du 500 Abonnenten hast. Und mit dem anderen habe ich 10 und damals hatte ich, damals war es halt so, dass du es immer benutzen kannst. Egal, ob du jetzt, keine Ahnung, 10 oder 1 oder 0 Abonnenten hast. Du konntest es so gestalten, wie es auch Leute machen können, die, ja, halt Profis wollte ich jetzt sagen, Profi-YouTuber. Wobei Profi-YouTuber ist jetzt auch keine Sache. Also, es hört sich jetzt so an, als wäre es irgendwie ein Job oder so. Profi-YouTuber, ja, okay. Es gibt keine Profi-YouTuber, weil es gibt immer Leute, die Fehler machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also ich sehe das ja sozusagen doppelt, was ich gerade spiele. Nämlich habe ich auf meinem zweiten Monitor neben mir, läuft ja das Aufnahmeprogramm und bestimmt kennt ihr ja auch, ihr kennt doch bestimmt Broadcaster, ja, Open Broadcaster Software, meine ich doch. Ich habe doch irgendwas vergessen, Open, genau. Und Open Broadcaster Software, da kannst du ja zugucken, wie du aufnimmst. Also wenn du das Fenster, wenn du Platz hast für das Fenster. Und ich habe halt auf meinem zweiten Bildschirm halt das Laufen, was ich hier gerade mache. Und ich habe da gerade mal hingeguckt. Yay! Kennt ihr das? Ihr habt so ein richtiges, heftiges Déjà-vu und denkt, ihr habt das irgendwie, so, keine Ahnung. Es ist euch auf jeden Fall schon, ihr seid euch ganz sicher, dass es euch schon mal passiert ist. So ganz sicher. So zu 100%. Das hatte ich in letzter Zeit richtig oft. Ich hatte keine Ahnung, warum. Meistens, habe ich Déjà-vus mit Träumen, die ich davor träume. Also so ein auf Wahrsager. Ist mir schon öfters passiert. Aber naja. Es ist einfach nur Zufall, würde ich sagen. Oder alle Menschen können in die Zukunft sehen. Ich weiß, das hört sich gerade etwas blöd an, aber es kann ja sein, dass es so ist. Hätten wir. Wow. Zu sitzen ist auch anstrengend. Ich mache mich mal ein Stück runter. Oh, perfekt. So. Level 14. Ach ja, da brauchen wir jetzt nur noch ein Level bis zur neuen Farbe. Und wir haben hier wieder so ein scheiß Doppellevel. Wobei das gerade überhaupt nicht schwer aussieht. Gerade wegen diesen Schnörkeln hier. Es ist zwar ein kurzer Weg. Sieht voll lang aus. Ist kurz. Weil man muss sich vorstellen, wir haben zwei Bahnen. Und dadurch, dass es jetzt auch noch hier lang gestreckt wurde, von meinem lieben Bildschirm. Warum haben wir blau und gelb, wenn wir gar kein blau und gelb haben? Hier ist blau. Und ich schieße vorbei.
Ja. Great. Das kriege ich hin. Mein Gott. Ja. Was hätten wir dann mal? Ich muss echt sagen, ich habe immer so das Gefühl, ich brauche so Jahre für ein Level. Und wenn ich dann mal auf die Uhrzeit gucke, sind irgendwie nur 2 Minuten irgendwie vergangen. Das ist etwas strange. Weil, wenn ich diese Ketten zu schnell zerstöre, hat man halt auch das Gefühl, man spielt und braucht länger für eine Sache. Keine Ahnung warum. Was ich weiß, ist, dass man irgendwie, keine Ahnung, 1000 Wörter die Sekunde oder so lesen kann. Habe ich mal gehört. Muss nicht stimmen. Keine Ahnung. Aber angeblich soll man besser etwas verstehen, wenn man einen Text schneller durchliest. Weil das Gehirn mehr Wörter auffassen kann, als man halt, als man halt so in einer normalen Schnelligkeit liest. Aber ehrlich gesagt muss ich echt gestehen, wenn ich einen Text schnell durchlese, heißt es nicht, dass ich ihn verstehe. Es ist toll, wenn man Text gut schnell durchlesen kann, aber wenn man Text nicht versteht, dann bringt einem das auch nichts, den Text so schnell durchzulesen. Ehrlich gesagt, persönlich finde ich diese Farbbomben übelst geil. Und ich hasse es, wenn man eine Farbe hat. Hier drin, die man überhaupt nicht braucht. Zum Beispiel diese hier. So. Okay, das hätten wir dann, ne? Ehrlich jetzt? Scheißdreck. Wir hätten eine ganze Farbe weniger gehabt dann. Diese Farbbomben finde ich richtig cool. Muss ich echt sagen. Was ich natürlich wiederum blöd finde, genauso wie bei Luxo, ist, dass die Farbbomben, wenn hier ein grüner ist, hier, und wenn halt da ein grüner ist und du löst das jetzt aus, dieses grüne Farbbombe, dann kommt die grüne Kugel mit raus. Also die kommt einfach mit raus, dabei hast du sie ja eigentlich vernichtet, nur weil sie noch nicht, sie war auf dem Bildschirm, aber sie war zu dem Zeitpunkt nicht an der frischen Luft, wollte ich gerade sagen. Dann war's das ja auch diesmal schon mit unserem lieben Inka Pearls. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Level 15. Ciao.